Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den FendVario 728 Prototype an. Das Ganze kommt von Bayern Agrar bzw. dem Modding-Team BAGRmodding. Das Ganze ist heute eine kleine, mit sagen wir mal, Exklusivvorstellung. Downloaden könnt ihr euch das Ganze ab morgen, also sprich ab den Sonntag so um Mittag rum. Deswegen nicht wundern, wenn ihr auf unserer Homepage da aktuell keinen Download-Link findet, beziehungsweise nur den Hinweis dafür. Aber wir dürfen das Ganze schon mal vorstellen, deswegen auch herzlichen Schrank dafür. So, das Ganze findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und der mittelgroße Traktoren. Da habt ihr hier dann den FendVario 728 Prototype. 188 PS, 400 Liter Diesel, 38 Liter AdBlue, 64 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Felgenfarbe kann angepasst werden, genauso wie die Hauptfarbe und die Designfarbe. Dabei sollte klar sein, dass das hier vorne Design ist, dass die Hauptfarbe und die Felgenfarbe eben die Felgenfarbe ist. Das Ganze kostet erstmal standardgemäß 198.000 Euro in der Anschaffung oder 10.098 im Leasing. Wir haben für Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Frontladeranbau. Als Reifenhersteller haben wir normal schon mal Trelleborg und Standard, deswegen auch hier 2.000 Euro Aufschlag. Da gibt es noch Standard R, für das R ist im Endeffekt eine andere Variante. Radgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Dann einmal Silage-Edition, ja, da sehen die Reifen nochmal ein bisschen anders aus und Standard. Dann haben wir Michelin mit Standard, Standard R, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen extra, Breitreifen mit Gewicht. Und dann haben wir noch Mizas mit Standard, Radgewichte und das war's dann, sowie Nokian mit Kommunalreifen. Design ohne Rundumleuchten, Rundumleuchte links und Umleuchte rechts, Rundumleuchte links und rechts und Frontladeanbau ja oder nein, halt, beziehungsweise nein, ja, Hauer, Fendt Cargo oder dann halt wiederum nein. Schöne Sache, schauen wir uns das Ganze mal IC hier an. Da haben wir Fendt 728 Vario, wie gesagt ein Prototype, also gibt es anscheinend wohl so noch nicht normal, jedenfalls von der Bezeichnung her, vom Design her selber, sieht es halt aus wie man halt sich einen Fendt vorstellt. Hier vorne haben wir Fendt, da haben wir links und rechts die beiden Lichter, hier vorne dementsprechend den Motor, wo man auch hier reinschauen kann. Wir haben ein Kennzeichen dran, LABA 728 aus Bayern, ne, ist ja logisch, wenn Bayern Agrar ist. Ansonsten die Reifen LS19 Standard sehen gut aus, allgemein hier die Deagles mit dem Fendt 728 Vario ist soweit eigentlich vollkommen in Ordnung. Hinten im Heckbereich gibt es jetzt auch nicht viel auszusetzen, hinten nochmal Kennzeichen dran, LABA 728. Im Innenbereich haben wir einen schönen Sitz, ansonsten Lenkrad lässt sich bewegen, Armaturen sehen jetzt auf den ersten Blick soweit auch alles gut aus, Decke sieht gut aus, Spiegel sind in ihrer Form, so wie sie sein sollten, da gibt es keinerlei Probleme, passt soweit. Na, hier sieht man so an den Texturen ein bisschen, da geht es ein bisschen ins Unscharfe rein, aber prinzipiell sieht das Ganze soweit erstmal okay aus, beziehungsweise gut, ne, bis auf ein paar kleinere Stellen. Wir machen mal einen Soundcheck. Und hört sich erstmal prinzipiell vollkommen in Ordnung an, wobei absolut beim Prototype eine Vorlage dafür gibt, also ne, dass ich das irgendwie abgleichen kann, könnt ihr dann in unserer Bewertung auf der Homepage wie immer lesen. Kommen wir mal zum Thema der Funktionalität, da muss ich das Ganze nochmal ausmachen, denn ihr seht, sobald wir das Ganze anschalten, gehen einmal hier alle Lichter oder alle Icons mal leuchten da kurz auf. Ansonsten haben wir vorne den Fahrtrichtungspfeil nach vorne und nach hinten. Das funktioniert, unser Fahrer ist vollständig animiert, er nimmt sogar den Joystick nach vorne und hinten. Das kann man auch hier schön sehen. Sieht zwar vom Außen jetzt nicht so pralle aus, weil er die Hand nicht bewegt, aber das ist egal, wenn man in der Innenansicht spielt, wo es dann am wichtigsten auch ist, ist das da schon mal mit animiert. Ansonsten haben wir hier vorne einmal die km/h-Anzeige und dann die Umdrehungsanzeige. Die passt soweit auch, ich schalte jetzt hier einfach mal runter. Auf 20, so, da steht dann dementsprechend auch direkt nur 20 da, was auch sehr, sehr schön ist.
So, ansonsten, wenn ich an den Tempomat reinmache, seht ihr, da leuchtet das Tempomat-Icon mit auf. Wenn ich Blinker anmache, links, rechts, das halt an, selbst Warnblinker wird angezeigt. Selbst das Licht wird da noch mit drinne angezeigt. Schöne Sache. Also einmal so vollständig. Wenn wir jetzt hier in die Nacht schalten, der Monitor gibt natürlich automatisch Licht ab, das ist ganz klar. Ansonsten sind die Umrisse hier beleuchtet. Wenn ich einmal F klicke, wird das Ganze aber auch nochmal so mit beleuchtet. Kann man auch alles gut erkennen, ohne Probleme in dem Fall. Und wir sehen hier unten bei den Traktoren, ne, noch die einzelnen Lichtmodis. Jetzt habe ich vorne das Licht an, jetzt hinten das Arbeitslicht, jetzt vorne das Arbeitslicht und aus. Kann ich separat auch hier Numpad 5, Numpad 6 so einstellen. Das ist alles nicht das Problem. Alles vollständig mit animiert. Ansonsten halt normales Fahrtlicht, sondern das Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht. Funktioniert ohne Probleme. Rundumleucht habe ich jetzt mal mit dran gebaut. Die funktioniert auch. Die Blinker reflektieren auch. Hube ist auch mit da. Passt soweit. Also auch schon mal alles ohne Probleme. Schön. Dann kann man immer zurück. Gucken wir mal vorne und hinten, die Punkte alle so passen. So, machen wir einmal wieder hier kurz das Ganze wieder nach oben. Fahrphysik ist soweit angenehm. In den Spiegeln kann man auch alles sehen, was man sehen soll. Sind gut platziert, beziehungsweise gut ausgerichtet. Hat alles so seinen festeren Sinn. So, dann nehmen wir einfach mal hier standardgemäß wieder so einen Flug. Und dann nehmen wir mal noch ein Gewicht für vorne. So, jetzt geht nirgendwo dagegen fahren. Sehr schön. Ansonsten hier Sitz und alles, ne, was man auch noch erwähnen kann, auch komplett gefedert. Vorwärts, rückwärts, links und rechts. So, dann gucken wir mal, ob das hier hinten so passt, wie es passt. Ja, Dynamic House ist mit verbaut. Geht auch mit ganz runter, sehr gut. Und dann sollte es vorne, denke ich mal, auch weniger Probleme geben. Ja, auch da passt das Ganze hin, glitscht nichts durch. Ja, schön animiert. Und hinten planen wir mal hier. Ja. Das funktioniert also auch schon mal alles. Wunderbar, wunderbar. So, ansonsten haben wir, wenn wir die mittlere Maustaste gedrückt halten und das Ganze nach vorne und hinten machen, können wir hinten einmal die Heckscheibe öffnen und nach links und rechts oben das Dach, wie man hier so schön sieht. Also Maussteuerung ist auch mit dabei. Aufs Nötigste reduziert, aber es ist mit dabei und das ist doch auch schon mal schön. Mit der Taste N können wir noch die Abdeckung öffnen und schließen. Das ist dann hier oben, dass ihr das Rundumleuchten Licht einklappen könnt bzw. ausklappen könnt. Auch eine schöne Sache. Und mit der Taste X können wir einmal die Fahrertür öffnen bzw. schließen. Ja, wurde hier auf jeden Fall stilvoll mit der Taste X ersetzt und nicht mit der Maus. Ist auch eine schöne Sache. Ansonsten, der Look ist natürlich sauber. Und ja, in dem Sinne gibt es eigentlich immer viel zu sagen. Wie gesagt, der Download-Link, der steht ab morgen, also ab Sonntag gegen 12 Uhr, denke ich mal, so zur Verfügung. Bis jetzt erstmal nur so die Vorstellung, dass ihr wisst, was da auf euch zukommt. Ich danke fürs Zuschauen. Trotzdem ist natürlich der Download-Link inklusive die Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, geht morgen noch dann mal dorthin, speichert euch das irgendwo in euren Lesezeichen ab. Oder schaut halt morgen dann nochmal extra auf die Seite, da könnt ihr euch das Ganze dann auch downloaden. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.